Nach Hamburg, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, meine Damen und Herren, das war natürlich ein schwerer Schock, wenn man so eine Diagnose bekommt, quasi aus heiterem Himmel. Seit ich das heute öffentlich gemacht habe, habe ich zahllose SMS und Mails bekommen, die sehr unterstützend waren. Das freut mich sehr. Vor allen Dingen habe ich viel Verständnis dafür gefunden, dass ich mich jetzt in dieser Lage nicht mehr auf Politik konzentriere, sondern auf meine Familie und wie ich mit dieser Krankheit fertig werde. Ich bin ja erst vor kurzem als Ministerpräsident wiedergewählt und hatte noch viel vor in den nächsten Jahren. Und deshalb sehe ich mit großem Bedauern, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Wobei ich auch sage, bei dem Blick insgesamt auf die 9 Jahre, da empfinde ich große Dankbarkeit, dass das möglich war, all die Jahre die Unterstützung, das Vertrauen der Mecklenburger und Vorpommern zu bekommen. Mir lag immer sehr daran, dass im vereinten Deutschland es Respekt und Anerkennung auch für die Lebensleistung der Ostdeutschen gibt. Und in meiner ersten Regierungserklärung habe ich ausdrücklich gesagt, ich möchte, dass die Mecklenburger und Vorpommern klarer sehen, was sie alles geleistet haben in den Jahren nach der Wende und in den letzten Jahren. Und dass sie stolz darauf sind, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Inzwischen, glaube ich, ist ein gesundes Selbstbewusstsein in Mecklenburg-Vorpommern gewachsen. Und wir können ja auch sehr stolz auf die Bilanz des Aufbauprozesses schauen. Die Wirtschaft hat sich wirklich gut entwickelt, die Zahl der Arbeitslosen halbiert in den letzten 10 Jahren, viele neue Jobs in innovativen Bereichen. Was mir sehr am Herzen liegt, der soziale Zusammenhalt im Land ist gut. Wir sind, was Kita zum Beispiel angeht, gehören wir mit zur Spitze in Deutschland und das alles ohne neue Schulden. Ich habe in den vielen Jahren Hunderte, Tausende im Land kennengelernt, die das so tun. Und ich muss sagen, das war eine begeisternde Erfahrung. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, wäre das Land nicht so gut vorangekommen, wenn nicht alle angepackt hätten. Und deshalb ein großes Dankeschön an alle Mecklenburger und Vorpommern, die in den letzten Jahren sich so engagiert haben und so kräftig daran mitgearbeitet, dass dieses Land sich gut entwickelt hat. Wir haben jetzt zunächst einmal, habe ich den Prozess relativ beschleunigt, habe heute Morgen die Spitzen der SPD informiert, also Landesvorstand, Geschäftsführer und Landesvorstand, Fraktionsvorstand und die SPD-Minister. Habe Ihnen meinen Vorschlag Manuela Schwesig gesagt, habe mich gefreut, dass das auf einhellige Zustimmung gestoßen ist. Heute Nachmittag die Fraktion, ich gehe davon aus, dass das ebenfalls so sein wird. Und dann wird morgen die Gremien, Landesvorstand und Parteirat tagen. Und ich gehe davon aus, dass auch dort eine Nominierung für Manuela Schwesig erfolgt. Das ist also alles sehr schnell. Dann brauchen wir allerdings Zeit. Also ein Parteitag braucht Zeit und 4 Wochen sind eine gute Distanz, um auch in der Partei die Möglichkeit zu geben, die innerparteiliche Willensbildung voranzutreiben. Ich bin sehr zuversichtlich, was am Ende da stehen wird, aber ich möchte da niemanden überfahren oder überfallen. Wenn am 1. Juli Parteitag ist, könnte in der Woche darauf die Wahl erfolgen.